Ran an die Banane. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Ran an die Banane. Es ist, glaube ich, der allererste Mallorca-Vlog. Wir haben den mittlerweile dritten Auftritt hier auf dieser wunderschönen Insel. Ich habe mir gedacht, heute ist die Kamera dabei und wir filmen das Ganze mal. Wir sind oben im Megaparken mit Knossen. Show Arena, das nehmen wir auch nochmal mit. Stefan Gehrig ist da. Espresso Martini ist da. Carsten, wie immer, hinter der Kamera. So, Freunde, wir sind jetzt gerade im Hotel und werden jetzt gleich die Gewinner von Kater, sein Vater, Gewinnspiel treffen. Zwei Leute von euch hatten die Möglichkeit, hier an die Playa zu fliegen. Von Freitag bis Sonntag auf unseren Nacken und selbstverständlich mit mir Party machen. Ich habe gleich noch einen Auftritt mit dem lieben Steve G im Megapark. Ich denke, da holen wir die auch nochmal auf die Bühne, oder? So beim großen Finale kommen die Jungs auch nochmal mit drauf. Freue mich jetzt gleich. Ich kenne die selber nicht. Wie gesagt, Zufallsprinzip. Ich glaube, über 15.000 Leute haben da mitgemacht. Also Wahnsinn. Danke für den ganzen Support. Und man munkelt, vielleicht gibt es demnächst auch schon wieder die nächste Reise zu gewinnen. Fragt euch schon mal ein im Newsletter. Da seid ihr die allerersten, die Bescheid bekommt. Wir quatschen nicht viel rum. Wir gehen mal hin. Hi. Ich glücklich ein Gewinner, Alter. Ja, Marco. Wo bist du, mein Lieber? Ja, Marc. Ihr lasst es euch schon gut gehen, habe ich gesehen. Ja, natürlich. Ich scheiß mir gleich in die Hose, Alter. Ich hab diesen Aufregungsdurchfall, den habe ich immer. Hatte ich früher immer vor so Arbeiten und so in der Schule. So immer Durchfall bekommen. Wir sind hier gerade noch in der Amici-Lounge. Ich bin immer turbo nervös. Die Leute sind alle geil drauf, die haben Bock zu feiern, aber irgendwie, man hat doch immer noch Angst, vielleicht wird man ausgebucht oder so, keine Ahnung. Haben wir hier am Start, den Bierkapitän. Freunde, ist das geil oder ist das geil? Hey. Leute, bei Marc Eggers. Nein, für uns ist das eine große Ehre. Ihr wisst es, Leute, ich kann nicht singen. Ich habe keine Texte, ich habe nicht mal eigene Songs. Ich bin froh, dass ich die Songs überhaupt hier spielen darf. Understatements, Leute. Nein, Bruder, ist es so. Aber der Bierkapitän ist am Start mit Lea heute. Für Stefan und mich große Ehre. Leute, jetzt streamen, ist verlinkt. Lea im BH. Mit dunkelbraunen Haaren. Lea im BH. Oben ist ein anderes Publikum. Man sagt auch, es ist so das härteste Publikum ever. Aber tatsächlich haben sie uns gut empfangen. Wir hatten echt ein bisschen Angst. Man hat es gesehen im Vorfeld. Anspannung war beim Eggers da. Digga, was soll ich sagen? Ich habe es jetzt schon öfters gesagt. Ne? Ich kann nicht singen. Ich kenne die Texte nicht mehr teilweise. Aber die Leute haben uns gut empfangen mit Gehrig. Geiler Job. Also muss man auch wirklich sagen, Stefan Gehrig immer am Start. Wir haben die Gewinner mit auf die Bühne geholt. Vom Kater, sein Vater, Gewinnspiel hier. Man kennt das ja manchmal. Labarababa. Nein, Digga, die Jungs kommen mit. Die kommen auf die Bühne. Jetzt wird gefeiert. Wir gehen nochmal in die VIP-Lounge im Megapark. Ja, es war mega. Für mich tatsächlich der letzte Auftritt in diesem Jahr, weil der September ist voll. Ihr wisst Bescheid, Edi Geller Cup, 11. September, das darf ich moderieren. Auch ganz, ganz große Ehre. Ich habe gehört, Monte ist wieder ein Tor. Marcel Kahn wird mal wieder versuchen, den Kasten frei zu halten. Ich freue mich drauf. Ich habe richtig Bock drauf. Ja, wir beenden das Video noch nicht, weil ich glaube, es passiert noch einiges heute, oder? Aber wenn ihr bis jetzt irgendwie Spaß hattet, Daumen nach oben, abonnieren und Kater, sein Vater. Freunde, Kater, sein Vater, ganz vergessen. Ab jetzt könnt ihr das Ganze vorbestellen. Erster Link unten in der Infobox. Das für mich beste Anti-Kater-Mittel aller Zeiten und das werden wir heute brauchen. Ich sag's euch, wie es ist. Klar, Alkohol nicht geil, aber mit Kater, sein Vater am nächsten Tag 10 von 10. Am Michi-Lounge. Hier sind wir immer am Start. Checkt das ab. Megapark, beste Betreuung, bester Mann. Ich liebe den Scheiß. Danke, Mann. Geile Sache, Mann! Das Schlimme ist, ich schlafe heute Nacht wieder neben seinen dicken Waden, Alter. Die sind so warm. Ihr müsst Kater seinen Vater nehmen. Ja. Sonst seid ihr im Hunger Marsch, Alter. Na, was ist das denn für ein Design? Ja, hab ich erfunden. Mama! Ist geil? Digga, das ist mega! So, ich brauch Kater seinen Vater. Ey, schmeckt's euch? Ja. Ja, sei ehrlich. Könnt ihr sagen, wer scheiße ist? Mega. Ja? Geil. Seit
sicherlich erstaunt, warum ich so frisch und gut drauf bin. Und das liegt selbstverständlich am besten Antikatermittel aller Zeiten. Kater sein Vater. Ey, ohne Witz jetzt, ne? Ich kann es in Prozenten nicht ausdrücken, aber es geht euch so viel besser. Ich habe es ausgiebig getestet und es schmeckt auch noch geil. Ohne Witz, das Zeug schmeckt sogar gut. Für mich ist mal Hauptsache, es wirkt Geschmack. Scheißegal, so ein Wodka-Shot feiere ich auch nicht, aber ballert gut. Aber Kater sein Vater, habt ihr noch einen guten Geschmack mit dabei? Someday, someday, si, si. Adoresso, pondere, sombero, tutti. Kommt was auf euch zu. Ronison, Irachson, Nicholson, Eggerson, Abu Goku und Rohat. Hashtag Sober Oktober. Wir brauchen das mal. Es war zu viel. Wir haben alle zu viel gesoffen, wir haben alle zu viel Gas gegeben. Jetzt holen wir uns mal wieder zurück. Jetzt kommen die Ringe auf hier, Digga. Ich bin komplett am Arsch. Kannst du das noch schnell mitnehmen, wie Stevie sich fast in die Hose scheißt? Und jetzt sprintet er zum Hotel zu machen. Ich scheiß mir gleich in die Hose, Alter. Freunde, laktoseintolerant, kein Spaß. Gerade schön Nudeln mit Sahnesoße, ganz schlimm. Ich muss los. Freunde, wir sind jetzt wieder auf dem Weg in den Megapark, heute aber nach unten in die Show-Arena. Jetzt gleich mit dem lieben Knossi. Geht gleich los, Auftritt, die Leute sind heiß, Show-Arena, Knossi mit dabei. Letzter Auftritt von uns beide in diesem Jahr in der Show-Arena. Alle zu viel gesoffen. Und bei dir? Nicht so oft. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch einfach küssen, dann brechen wir jetzt ab. Komm, komm, nimm den Simon mit. Einfach so. Micky, für dich finden wir heute auch noch einen. Ja! All you need is jetzt. Love. Yeah. Oh. All you need is love. Yeah. Okay, der Moment ist gekommen. 2 Jahre sind wir nun zusammen. Oh, oh. Schatz, nimm mal das Mikro mit. Nein. Schatz, wir sind 2 Jahre schon zusammen. Hallo, hallo. So, Achtung. Ich weiß, es wäre unhöflich. Meine Freundin wünscht sich das nicht, einen Antrag zu machen in aller Öffentlichkeit. Das würde ich dir auch nicht antun. Aber ich will einfach mal sagen, dass ich diese Frau, seit ich sie gefunden habe, dass ich das Glück meines Lebens gefunden habe und dass ich sie sehr, sehr liebe. Forever.
guckst mich an mit deinen Funkelperlenaugen. Ich sag's euch ehrlich, Elli Geller und alle, die Gemüsekebabs fressen. Ich hab schon gehört, dass ihr meinen Toni-Döner hier, verrufen, weil ihr keine Ahnung habt. Weißt du was, dann sauf doch dein Vitaminwasser. Toni, bester Döner. So, ich bin gespannt. Optisch? Ehrlich gesagt, optisch sieht gut aus. Tatsächlich. Wirklich. Ich hab nur so Edi sein Gesicht im Kopf wieder so. Ich da auch gleich ganz hinten 50-jähriger Vollarbeit, was denn? Es schmeckt wirklich top, Alter. Ich hab auch noch nie hier gegessen. Wir gehen aber auch jetzt. Ciao, okay?